Hallo zusammen. Heute widmen wir uns dem Gold als Anlageklasse. Ja, und wie es heute zu lesen war, rechnet eben die Bank Julius Bär mit einem zweistelligen Verlust bei Gold, nämlich einem Preis von etwa 1725 US-Dollar, was wir danach gleich noch ins Verhältnis setzen werden. Ja, wie kommt der Goldpreis zustande? Also zweimal am Tag gibt es in London ein sogenanntes Goldfixing, welches von diesen fünf Banken getätigt wird, die dann eben einen Goldpreis fixieren. Ja, bis ins Jahr 2004 war das allerdings bei der Investmentbank N&M Rothschild, die das nach 85 Jahren dann allerdings an eben diese fünf Banken abgegeben haben. Ja, hier zu sehen die globale Nachfrage nach Gold auf ein derzeitiges Niveau von 4.740 Tonnen, also hier der Aufwärtstrend nach dem Einbruch zu sehen. Ja, ein Großteil geht in die Schmuckbranche, rund die Hälfte, und je etwa ein Viertel bei den Zentralbanken und bei den Investments. Und die Industrie ist hier mit etwa 7% nur relativ unwesentlich daran beteiligt. Ja, gegenüber von diesen 4.700 Tonnen Nachfrage haben wir eine Produktion von 3.100 Tonnen, also hier ein gewisser Nachfrageüberschuss. Allerdings wird ja auch noch aus den bestehenden Beständen Handel getrieben, also dass hier ja, der Goldmarkt liquide genügend ist. Hier zu sehen die Goldreserven im Verhältnis eben die USA mit einem Bestand von 8.130 Tonnen. Ja, und hier zu sehen der Goldpreis im historischen Chart. Also auffällig zu sehen, dass man eben derzeit auf einem relativ hohen Niveau ist, also fast ein Allzeithoch bei rund 2000 Dollar. Und hier sieht eben die Bank Julius Bär ein Niveau von 1725 US-Dollar. Und eben auch auffällig zu sehen, dass Gold über all die Jahre eine relativ positive Performance hingelegt hat. Ja, hier zu sehen der Silberpreis. Und beim Silberpreis ist es so, dass man hier eine Besonderheit hat, nämlich hat man sich von dem Goldpreis etwas abgekoppelt. Also diverse Marktteilnehmer rechnen hier mit einer Angleichung, wie es eben historisch eher der Fall ist. Und dann würde es ein Szenario geben, dass eben der Silberpreis steigt oder das andere Szenario, dass eben der Goldpreis sinken wird. Allerdings rechnen die meisten Akteure hier mit einer Angleichung, also dass sich diese zwei Preise wieder etwas annähern. Ja, ein weiteres Edelmetall wäre der Kupferpreis, welcher durch eine erhöhte Nachfrage gestützt wird, durch die ganze Elektrifizierung. Auch hier einen relativ positiven Trend über all die Jahre hinweg. Ja, was gibt es zu beachten bei diesen Rohstoffen? Das sind verschiedene Punkte. Zum einen ist es sehr zyklisch, also die Goldminen oder die Goldproduzenten oder allgemein die Minenbetreiber richten ihren Output natürlich nach dem Goldpreis und die haben auch meistens noch etwas an Lager, was sie dann auf den Markt bringen werden, sobald ihnen der Preis dafür passt. Also hier ist man einer gewissen Zyklik ausgesetzt, was natürlich einem langfristigen Aufwärtstrend etwas entgegenwirkt. Ja, und zweitens hat eben ein solches Investment in Gold kein Cashflow, sprich man hat keine Zinsen und keine Dividenden. Im Gegenteil, meistens hat man noch Aufbewahrungskosten von physischem Gold oder bei ETFs hat man eben solche Gebühren, die man dann bezahlen muss. Ja, allerdings kann Gold in Zeiten von Inflation oder eben beispielsweise Bankenkrisen als Sicherheit dienen. Und hier dürfte Gold eine erhöhte Nachfrage spüren, was bereits zeitweise der Fall ist und eben bereits auf einem relativ hohen Niveau ja, sich eingetroffen hat. Ja, das einige Aspekte. Natürlich gäbe es bezüglich Cashflow noch die Goldminenaktien, welche dann eben eine gewisse Dividende ausschütten würden und die auch eine gewisse
Hebelwirkung beinhalten, im Sinne von eben dem Unternehmenswert, der auch auf die Goldreserven, die noch nicht gefördert wurden, berechnet wird. Und hier also eine gewisse Hebelwirkung im Zusammenhang mit dem Goldpreis. Allerdings auch in die andere Richtung, sprich wenn der Goldpreis sinkt, hat man auch da eine gewisse Hebelwirkung. Ja, so oder so ist es eine Spekulation auf den Goldpreis oder eben auf den Preis des Edelmetalles, was man hier eingehen würde. Ja, dem entgegen gibt es natürlich seit kurzem auch Assets mit Zinsen, sprich beispielsweise hier zu sehen die 10-jährige Staatsanleihe aus den USA mit Zinsen von etwa 3,5%. Das war ja auch lange nicht der Fall, dass man hier ja, wieder positive Renditen einfahren konnte. Natürlich sieht dann die reale Rendite bei einer höheren Inflation nochmals etwas anders aus. Allerdings trotzdem auch eine Alternative für eben solche sichere Investments. Ja, was haltet ihr davon? Lasst es mich wissen und bis bald.